Am Frieden mitbauen, das will der Oberösterreicher Johannes Unterberger. Früher war er Tennisprofi, jetzt ist er Missionar in Myanmar. Mit einer kleinen Rosenkranzmanufaktur, die sonst arbeitslose Menschen beschäftigt, unterstützt er Menschen in und rund um Rangoon, einer Stadt mit 5 Millionen Einwohnern. Father Joe, Johannes Unterberger, übernimmt den Vertrieb auch mit Unterstützung von Missio, den päpstlichen Missionswerken in Österreich. Markus Marschalek hat Myanmar besucht und auch mit Menschen gesprochen, die den komplexen Demokratisierungsprozess in Myanmar mit seinen Höhen und Tiefen aufmerksam beobachten. Navigieren durch eine Stadt mit 5 Millionen Menschen. Wege finden in Rangoon ist eine Herausforderung. Ein Oberösterreicher unterwegs in Myanmar. Der Franziskanerpater Johannes Unterberger kam vor 2 Jahren hierher als Missionar. Zuvor war er Tennisprofi, spielte internationale Turniere. Doch plötzlich änderte sich auf einer Asienreise alles. Bei einer Ampel hat ein Straßenbauer mich angebettelt bei der Fensterscheibe, der dreckig war, der nur einen Lendenschutz, also nur Unterhosen angehabt hat. Und ich wollte ihn nicht sehen. Ich habe ihn aber gesehen, der ist stehen geblieben, eine Minute. Ich habe ihm nichts gegeben und bin weitergefahren. Und ich habe mich gefragt, für was das alles? Für was mache ich das alles? Warum spiele ich überhaupt? Und warum rege ich mich so auf, wenn ich da eine Partie verliere? Was hat das für einen Sinn alles? Und diese Sinnfrage hat mich sehr bewegt und hat schlussendlich den Ausschlag gegeben für meine Berufung. Aller Welt Jesus nahe bringen. Ein Wunsch, der Johannes Unterberger nicht mehr losgelassen hat. 10 Jahre dauerte seine Ausbildung zum Franziskanerpriester und Missionar. Sein Orden hat ihn schließlich hierher in das mehrheitlich buddhistische Land Myanmar geschickt. Nur 1% der Bevölkerung ist katholisch. Mit verschiedenen Projekten versucht Father Joe, wie ihn hier alle nennen, die katholische Minderheit zu stärken. Auch mit Unterstützung von Missio Österreich. Besuch bei einer 10-köpfigen Familie. Der Vater ist arbeitslos, die Familie dadurch in die Krise geschlittert. Ich kenne die seit ungefähr 1,5 Jahren, die ganze Familie, und weiß um die Schwierigkeiten seit ungefähr 1,5 Jahr. Und das Rosenkranzprojekt hilft Menschen in Not und hilft ihnen insofern, weil es ihnen ein fixes Einkommen verschafft. Für die Erzeugung von Rosenkränzen sind die Arbeiterinnen und Arbeiter fix angestellt. Father Joe fungiert als Produzent und Großhändler. Er verkauft die Rosenkränze bis nach Europa. Wir haben vor kurzem begonnen, Rosenkränze zu knüpfen. Davor hatten wir nichts. Wir wohnen zu 10 in dieser Wohnung. Ich habe 4 Kinder, Schwestern, meine Mutter und meine Frau. Die Wohnung ist gemietet, sie gehört mir nicht. Ohne das Projekt könnte sich die Familie kaum Essen leisten und nicht mehr die Miete für die kleine Wohnung bezahlen. Auch Medikamente zu kaufen ist schwierig. Die Familie hat aber die Hoffnung nicht aufgegeben und betet für eine bessere Zukunft. Wir Katholiken sind hier eine Minderheit. Wir haben nicht die gleichen Rechte wie die Mehrheit der Bevölkerung, die Buddhisten, etwa als Lehrerinnen. Aber wir geben unser Bestes, um in den verschiedenen Regionen die Armen zu erreichen. Die Armen in Myanmar erreichen. Darum bemühen sich hier einige katholische Ordensgemeinschaften. Man arbeitet teilweise eng zusammen, unterstützt einander. Father Joe feiert regelmäßig mit Ordensschwestern Gottesdienst. Wir waren lange still, aber jetzt beginnt sich das Land langsam zu öffnen. Es gibt eine Regierung, bei der wir als Christen nach und nach gehört werden. Wir Ordensschwestern setzen uns für Menschenrechte ein und gegen Menschenhandel. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft noch mutiger für die Bedürfnisse der Gesellschaft einsetzen werden. Neben dem Kloster der Schwestern und der Kirche St. Franziskus entsteht ein neues Pfarrzentrum. Sichtbares Zeichen für ein neues Selbstbewusstsein der Katholikinnen und Katholiken.
Mehr und mehr sind in der Gesellschaft kleine Veränderungen hin zu Toleranz und Demokratie spürbar. Im 17. Jahrhundert kamen die ersten christlichen Missionare ins Land. Heute sind die Christen die am schnellsten wachsende religiöse Minderheit. Dennoch fühlen sich manche Seelsorger ausgebremst. So dürfen Ordensleute etwa nicht als Lehrerinnen oder Lehrer an Schulen tätig sein. Geduld ist so nicht nur im Verkehr gefragt. Father Joe ist auf dem Weg ins Franziskaner-Noviziat. Der Abend bricht herein, Stromausfall. Nach einigen Versuchen bringen die jungen Seminaristen den Generator in Gang. Schließlich gibt es wieder Licht im Franziskaner-Noviziat. Einige einheimische Burschen haben hier ihre Ausbildung zum Priester und Missionar begonnen. Sie wollen so an der gesellschaftlichen Veränderung mitwirken. Wir waren fast 60 Jahre unter dem Regime der Militärjunta. Nach so langer Zeit hat sich jetzt, auch wenn vieles neu ist, die Mentalität der Menschen noch nicht geändert. Auch das System hat sich noch nicht tiefgreifend verändert, nur an der Oberfläche. Die Art und Weise, wie die Menschen hier denken, ist noch immer die von Unterdrückten. Ein Hin und Her. Seit mehr als 70 Jahren gibt es in Teilen des Landes Auseinandersetzungen und immer wieder blutige Konflikte. Gebet für den Frieden und die Regierungschefin. Sie steht zwischen dem mächtigen Militär und der Hoffnung der Bevölkerung auf mehr Demokratie. Aung San Suu Kyi ist nicht mehr in der Opposition, sondern in der Regierung und wird für Waffengewalt gegen ethnische Minderheiten mitverantwortlich gemacht. Doch gegen das Militär zu regieren, ist schwer. Sie realisiert immer mehr, dass die Oppositionsrolle nicht funktioniert. Daher versucht sie, mit dem Militär zu verhandeln, für den Frieden zu arbeiten und Lösungen für das Land zu finden. Der Westen und internationale Organisationen werfen ihr vor, sie sei nicht auf der Seite der Rohingya. Es gibt den Wunsch, dass sich Aung San Suu Kyi stärker gegen das Militär stellt. Doch sie konzentriert sich mehr auf die Frage, was dem Land Frieden bringen könnte. Lieder von einer heilen Welt. In Myeongtaga leben 45 Mädchen, Christinnen und Buddhistinnen, in einem Heim katholischer Ordensschwestern. Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen haben hier ein neues Zuhause gefunden. Father Joe schaut als Seelsorger regelmäßig vorbei. Die Akzeptanz in der Nachbarschaft mussten sich die Ordensschwestern erst erarbeiten. Am Anfang wurden wir als Katholikinnen nicht akzeptiert, weil hier alle buddhistisch sind. Aber nach einiger Zeit haben die Leute unsere Einstellung kennengelernt. Wir betreiben ein kleines Geschäft und die Leute kommen zu uns, um einzukaufen. So konnten sie sehen, wie unser tägliches Leben aussieht. Und sie konnten sich da hineinfühlen. Jetzt sind sie sehr freundlich. Wir müssen bedenken, dass in drei Regionen permanent Bürgerkrieg herrscht und da gibt es täglich Tote und das ist tragisch. Und da haben die Christen eine große Rolle auch im Verkünden von die Waffen weglegen und den wirklichen Dialog praktizieren. Am Frieden mitbauen, eine Aufgabe, der sich Johannes Unterberger in Myanmar weiter stellen will.